Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PBTube zu Folge Nummer 11 SpongeBob SchwammKopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated mit mir, dem Dave, hier auf PBTube, falls ich das nicht schon gesagt habe. Entschuldigung, ein kleiner Husten. Jetzt habe ich mir die erste Folge seit der Aufnahmesession gar nicht nochmal angehört. Ich hoffe, der Ton passt. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich hoffe, ich denke nach der Folge dran, mir das anzuhören und mal zu gucken, ob das alles passt. Wir sind hier immer noch bei diesem lustigen Rollspiel. Es gibt ja auch hier Checkpoints, aber ich weiß nicht, was mir die Checkpoints bringen, wenn ich gar nicht... Ne? Hallo? Ja, man kommt da auch irgendwie hoch, würde ich fast behaupten. Warum steht da eine Maschine? Müssen wir gleich mal gucken. So, der rollt jetzt hier so rum. Dumm. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Okay, das hat funktioniert. No! Nein! Dammit! Er braucht keine helfende Hand. Scheiße! Vielleicht kommt man doch nicht hoch. Oder doch? Ja, wir gucken mal. Testen das jetzt mal. Okay, da komme ich nicht mit hoch. Okay. Hätte ja sein können, dass man so da hochkommt. Aber wir hatten das ja schon mal, also ich hoffe, dass die Folge wird jetzt nicht nur dieses dämliche Spiel. Wirklich, ich hoffe es. Reicht's? Eigentlich ist es ja nicht schwer, es ist halt nur eine Konzentrationssache. Nur nach einem langen Arbeitstag, deswegen war jetzt auch so lange Pause, weil berufstätig, krank, Corona, was nicht alles. Gab es jetzt lange keine Folgen und irgendwie ist das hier etwas eskaliert mit SpongeBob SchwammKopf bei uns auf dem Kanal. Wie erwähnt, wir alle Leute, die jetzt neu dabei sind, hi! Guckt euch auch gern andere Videos an. Der Marvin spielt unglaublich gut alte Spiele. Die Thief Let's Plays sind fantastisch. Und alle auf Experte gespielt. Und das kann nicht wahr sein. Ich. God damn it. Parallel gibt es jetzt Star, oder gab es Star Trek? Also parallel ist übertrieben, kurz kotzen. Natürlich immer schön für alle Personen, die früher schon gespielt haben, die Spiele. Und ich spiele halt eher neumodernen Quatsch. Im wahrsten Sinne des Wortes Quatsch. Ich hatte mit Spyro mal angefangen. Auch da gibt es drei Teile, die ich euch sehr ins Herz legen kann. Nein, das wird doch wieder nichts. Oh, ey, ehrlich. Vielleicht sollte ich aufhören zu quatschen und einfach mal hier vernünftig spielen. Weil, wie gesagt, das ist ja nur eine Konzentrationssache. So, mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Und wieder frage ich mich, habe ich die Aufnahme überhaupt gestartet? Ist mein Mikrofon an? Ja, es ist alles, also ihr müsstet eigentlich alles hören und so. Jetzt? Jetzt? Jetzt. Es war zu früh, oder? Es war zu früh. Scheiße, es war zu früh. Ich könnte kotzen, kann ich nochmal nachjustieren? Oh, fickt euch doch alle. Das kann doch ehrlich nicht wahr sein. Ja, ich weiß.
Und dabei sind das halt echt nur. Gibt's hier einen Trick? Zählt irgendwie mit? Sekunden oder so? Ja, falls ihr einen Trick kennt, schreibt ihn ruhig in die Kommentare. Damit ich, wenn ich das nächste Mal spiele, sofort schaffe. Weil wieder so knapp. Habe ich vorhin gemacht. Ist das eigentlich die blaue Barschbube und Meerjungfrau Mann Melodie, die im Hintergrund die ganze Zeit läuft? Gibt es hier Experten, die mir das sagen können? Oder ist das das Theme quasi, wenn sie in der Serie auftreten? Das ist einfach bloß ein random SpongeBob Schwammkopf-Musik. Was mich übrigens wundert, ich hatte ja, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass es gut sein könnte, dass ihr hier Werbung seht, weil ich mir gedacht habe, okay, die werden halt alles claimen, was mit SpongeBob Schwammkopf zu tun hat. Mann, das kann doch nicht wahr sein! An Musik und sowas, aber es ist nicht passiert tatsächlich. Also ihr dürftet keine Werbung sehen, denn wir sind PöbelTube, wir sind immer ohne Werbung, weil wir halt nicht kommerzialisieren. Das nicht. Monetarisieren heißt das Wort. Monetarisieren heißt das Wort, ja. Und wir halt keine Werbeeinnahmen machen. Was ja auch vollkommen okay ist. Weil wir das ja bloß hobbymäßig machen. Und alle, die das gucken, wir sind ja glücklich, dass ihr es überhaupt guckt, weil es. Das war wieder dolle knapp. Nervt mich alles nur minimal. Und dabei haben wir noch nicht mal das andere Schalterrätsel gemacht. Wo ich das letzte Mal schon 30 Minuten dran gesessen habe. Oh, Leute, Leute, Leute. Es ist vielleicht gar nicht so ein Kinderspiel, wie man immer denkt. Toll. Mann, fick! Das kann doch nicht! Jetzt muss es aber funktionieren. Okay, ich kann mir Ewigkeiten Zeit lassen. Um das mal so auszudrücken. Wir warten natürlich, bis das Ding jetzt hier durch ist. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt macht, ne? Nicht dein Ernst. Aber so langsam wäre ich ja routiniert. Die Versuche werden ja immer besser. Das sieht man ja eindeutig. Ich werde mir jetzt übrigens die Zeit nehmen und irgendwie jeden Montag oder so neue Videos aufnehmen. So ist zumindest mein Plan. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte. So dass dann auch neue Folgen Stardew Valley kommen sollten und auch Batman. Mal schauen. Ich verspreche schon wieder das, tja, jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein. Das Grüne vom Himmel. Das Grüne vom Himmel, das Gelbe vom Ei. Wenn ihr wisst, wie dieses Sprichwort weitergeht, schreibt es in die Kommentare. Weil das ist tatsächlich noch ein bisschen das, was ein bisschen fehlt, ein bisschen Interaktion. Ach scheiße, das war doch wieder zu viel, ich könnte schon wieder kotzen. Ja. Well. Es muss fantastisch sein, hier zuzugucken und mir zuzuhören, wie ich erzähle. Das ist ja ein für alle Mal nicht schaffe, ey. Es ist. Oh, es war viel zu früh. Ja, so kann ein 8-Stunden Arbeitstag ausklingen, indem man sich von einem Kinderspiel vorführen lässt.
Naja. Ah, das könnte klappen. Oh, ey, Leute. Jetzt muss ich mir aber beeilen, dass ich hier hinkomme, oder? Oh, ey. Was fühlt sich hier aus, bitteschön? Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sick. Trophäe bekommen, bring die Sache ins Rollen und es reicht. Also es hat echt nur Ey Leute, das kann nicht der Ernst sein. Wie kann ich denn... Kann ich mich hier irgendwie zurücksetzen lassen oder sowas? Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Fantastisch, wir müssen das nochmal... Wir laden das jetzt, ne? Oh, es hat funktioniert, Gott sei Dank. Gut gemacht, SpongeBob. Wie wäre es dann jetzt, wenn du dem alten Mr. Krabs dieses glänzende Gold gibst? Ich würde dich auch befördern. Nee, wollen wir eigentlich nicht, hätte ich jetzt gesagt. Mich befördern? Sicher? Was denn? Ich würde deine Pause um ganze 10 Sekunden verlängern. 10 Sekunden ist ein bisschen wenig, ne? So. Wow! Eine 20-Sekunden-Pause! Soll ich es wagen? Tut mir leid, Mr. Krabs. So verlockend das auch klingt, ich kann es Ihnen nicht geben. Ich brauche alle goldenen Pfannenwender, die ich bekommen kann. Okay. Ich verstehe, Minion. Dann ziehe ich stattdessen einfach 30 Sekunden von deiner Pause ab. Wow, dann habe ich eine 20-Minus-Sekunden-Pause. Danke, Mr. Krabs. Das klingt schon sehr kapitalistisch, muss ich sagen. Kommt man hier? Wir müssen ja mal noch mal kurz was probieren. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hä, hey, wieso bin ich denn eigentlich? Ich hatte hier nichts getroffen. Was macht das? Es glänzt. Ha, den wollte ich nämlich sammeln. So, dann haben wir das nämlich erledigt. Und können eigentlich zurück. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zurück zur Hauptkammer der Heldenhöhle. Das machen wir doch glatt. Wir könnten mal da lang gehen, wo Thaddeus stand. Mal gucken, wo das hinführt. Wie war das? Hier hoch. Achso, das war in die Kiste steigen, ne? War hier nicht eine Kiste? Da. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Also das hätte mich jetzt schon ein bisschen genervt, hätte das nicht so funktioniert, bezüglich... wo geht's hier hin? Lobby der Heldenhöhle. Gehen wir mal dahin. Vielleicht ist hier dieses Schalterrätsel, was wir mit Patrick machen müssen. Ich weiß es leider tatsächlich nicht mehr. Wahrscheinlich wissen es alle, nur ich nicht. Oh. Das sieht irgendwie nicht so aus, muss ich sagen. Hier könnte... Den habe ich gedrückt, eine ne? Der... Neine. Was...
Okay. Danke für den Hinweis. Ist das das unsichtbare Bootmobil? Also wenn ich es nicht besser wüsste, ist das das unsichtbare Bootmobil gewesen, aber den sichtbaren. Monster-Kombi, Super-Kombi und los. Hier wird, glaube ich, erklärt. Genau, okay, das haben wir auch. Ah, hier war das mit dem Angeln, ne? Ich erinnere mich, aber... Wo war dieses dämliche Schalterrätsel? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Was machten diese Gerätschaften? Weiß das jemand? Haben wir das schon gemacht? Also ist das eine persistente Aufgabe oder ist das... So, hier sind die beiden... Okay. Sagt ihr was mit mir? Geh und sprich mit dem Kopf. Okay. Hier waren wir schon. So war es natürlich nicht gedacht. Die Steine. Okay. Okay, das war, glaube ich, der Roboter, den ich jetzt schon weggemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich... Ich will irgendwie immer R1 drücken, wenn ich eine Attacke mache. Das funktioniert aber nicht. Offensichtlich, weil ich Viereck drücken muss. Also hier haben wir anscheinend schon alles gemacht. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt schon wieder hier so völlig backtracken. War nicht meine Absicht, weil ich hatte halt gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Anscheinend nicht da lang, wo Tadeo steht. Hier ist sogar eine Kiste. Komm ich mit der Kiste? Ich wette. Ich komme am Anfang raus, oder? Ja. Okay. So, jetzt weiß ich zumindest, wie hier der richtige Weg ist. So, wir sind dann hier hingekommen. Haben hier das aktiviert. Das scheint ja erledigt zu sein, würde ich sagen. Den wir hier mit Patrick. Aber ich weiß immer noch nicht. Gibt es. Einen Moment. Gibt es hier. Ich hatte jetzt gehofft, dass es hier irgendwo eine Erklärung für die Steuerung gibt, aber gibt es offensichtlich nicht. Okay, hier waren wir, hatten Patrick geholt. Haben wir denn das da gemacht? Da oben waren wir auch, das haben wir eben gerade gemacht. Also müssen wir jetzt hier hin. Haben das dann quasi angemacht. Danke! Oh, ey, das ist ja nicht dein Ernst. Cool. Oh Mann, Jungs, das wird ein langer Abend. Mann, fuck you! Das kann ja wohl nicht ein Ernst sein. Krieg ihn doch aber auch nicht. Ich hab doch keine Fernkampfattacke, oder? Kann ja jetzt hier nicht Blasenbowling machen. Wow. Ah,
geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach See. So. Na, ah, das Viech lassen wir jetzt in Ruhe. Okay, wir haben das aktiviert gehabt. So, und wir sind jetzt hier. Hier wurde uns gesagt, finde die 5 Schalter und mach das. Habe ich daran so viel irgendwo einen Schalter vergessen? Waren wir da oben schon? Ja, da sind wir ja runtergerutscht, ne? Da hätte ich... Doch, da waren wir doch schon. Und hier ist doch... Ich drücke den Hauptschalter, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz nach hier. Aber wo waren denn dieses andere Schalterrätsel? Ich raste aus. Habt ihr das nicht geschafft gehabt? Dachte ich. Habt ihr die letzte Folge extra mal geguckt? Man nennt mich auch Schwamminator. Ja. Aber hier waren wir doch auch. Mann, das kann ja nicht wahr sein. Das kann nicht so schnell. Macht halt auch gar keinen Sinn. Und ja, mir ist bewusst, dass blau, gelb, rot wird, aber. So. Achso, haben wir, okay. So, das haben wir doch jetzt aber alles schon dreimal erledigt hier. Wo zum Henker muss ich hier hin? Haben wir einen Schalter übersehen wahrscheinlich, also ja. Ja. Alter, komm. Ah. Wie ein neuer Schwamm. Geschenke öffnen ist klasse. Das sind ja gar keine Geschenke, das sind doch Tiki-Köpfe, oder nicht? Der hier war jetzt aber auch kein Schalter. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, das kann doch aber nicht wahr sein. Wie kann er denn... Ach, Schnauze, lass mich doch in Ruhe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Schaut vielleicht nicht mit euren Kindern. Aber jetzt habe ich doch hier alles gemacht. Wir sind hier wieder gelandet, haben hier den Schalter umgelegt. Wo müssen wir denn noch hin? Hm. Das haben wir auch gemacht. Hier haben wir auch den Schalter umgelegt. Also gehen wir jetzt hier weiter. Hier haben wir doch alles gemacht. Ist hier noch irgendwo was, was ich übersehen habe? Nee. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, jetzt sind wir wieder in der Hauptkammer und kommen jetzt da raus, wo Tadde steht, oder nicht? Müssen wir da doch nochmal hoch, würde ich sagen. Nicht cool, aber ich glaube, das war super. Ah, das ist direkt ein neues da, ist natürlich auch. Eher semi-cool, sagen wir es so. Oder wir müssen halt das mit den Melonen nochmal probieren, dass Patrick irgendwas machen muss. Oh, da.
Ja, vielleicht überfordert mich tatsächlich gerade ein Kinderspiel. Den Schalter haben wir ja gelöst. Mann, Schnauze! Das kann ja auch nicht wahr sein. Oh. Ja, ich muss mir das Fluchen abgewöhnen. Es tut mir auch wirklich leid. Das ist wirklich nicht so gewollt. Aber eigentlich heißt der Kanal so, also Vielleicht sollte man sich dann nicht so viel... So. Aber hier oben ist da jetzt nur diese Rutsche. Wenn man da eine Rutsche lang und hier eine Rutsche lang. Beide führen eigentlich nur dahin. Beziehungsweise, das ist gar keine Rutsche, sondern... Na doch schon irgendwie. Aber... Ach! Ich muss da rüber, kann das sein? Und dann da hochrutschen? Ja, natürlich jetzt eine relativ einfache Variante. Also, wie dieses Rollspiel natürlich. Nimm das. Wir probieren es jetzt noch einmal. Und dann würde ich sagen, ist auch diese Folge eigentlich so gut wie vorbei. So, wir kommen hier nicht, wir müssen darüber und dann springen, würde ich behaupten. Das probieren wir jetzt mal. Aber wie komme ich denn da hoch? Also... Dann muss ich doch von da irgendwie, nee, dahin, darüber, so hoch, dahin, aber wie komme ich denn? Naja, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Mit dem Dave hier auf PewDiePie. SpongeBob, Schwarmkopf, Rehydrated, nee, Battle for Bikini Button, Rehydrated. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, ciao.